Ein Topseller aus dem KTM-Elektrofahrradsortiment ist das Modell Amparo. Es handelt sich um ein Fahrrad, das für verschiedenste Einsatzbereiche zugeschnitten ist und somit im Alltag vielfältig verwendbar ist. Wir haben es im Test sowohl für Ausflüge als auch für Einkaufsfahrten und für Geschäftstermine verwendet. Unser Modell ist mit der 8-Gang Nexus Nabenschaltung und dem Panasonic Mittelmotorantrieb 2014 ausgestattet. Dieser wird gespeist von einem Panasonic 36 Volt Next Generation Akku mit 540 Wattstunden bzw. 15 Amperestunden und einer Reichweite laut Anzeige nach Vollladung von ca. 130 km im Standardmodus. Das Ladegerät kann den Akku direkt am Fahrrad laden oder auch wenn der Akku heruntergenommen wird. Am Display gibt es übrigens auch eine USB-Ladebuchse, etwa um das Smartphone unterwegs nachzuladen. Die Unterstützungsmodi Eco, Standard und High sind gut aufeinander abgestimmt. Mit High lassen sich auch starke Steigungen problemlos meistern und man gelangt entspannt zu seinem Termin. Der Antrieb gehört zur sanfteren Kategorie, was sehr gut zur Charakteristik des Amparo passt. Nach Vollladung werden Reichweiten von ca. 120 bis ca. 165 km je nach Unterstützungsstufe angezeigt. Diese Angaben sind erfreulicherweise sehr zuverlässig und haben uns im Test immer gut über die Runden gebracht. Wer möchte, kann auch ohne Unterstützung unterwegs sein und wenn mal der Saft ausgeht, erreicht man somit auch auf diese Weise problemlos sein Ziel. Eine Schiebehilfe, die über die Bedientasten aktiviert wird, hilft beim Rangieren des knapp 27 Kilo schweren Bikes. Als Bremsen fungieren die hydraulischen Magura HSL Felgenbremsen, die für zuverlässige Verzögerung sorgen. Das Fahrverhalten des KTM Amparo ist angenehm leichtfüßig. Dank Federgabel vorne und gefederter Sattelstütze kommt man gut über Unebenheiten und Kanten hinweg. Die Sitzposition ist zunächst dank des komfortablen Sattels schon sehr angenehm. Durch die Rahmengeometrie ist man grundsätzlich sehr aufrecht unterwegs, was den beabsichtigten Einsatzmöglichkeiten des Fahrrades entspricht. Das KTM Amparo erweist sich als insgesamt harmonisches Gesamtpaket mit einem souveränen Elektroantrieb, der sanft und leise ans Werk geht und auch die am Display angezeigten Reichweiten im Test erfüllt hat. Wer ein für Alltag und Ausflug gleichermaßen geeignetes und robustes Pedelec mit tiefem Einstieg sucht, sollte das KTM Amparo in die engere Wahl ziehen. Es ist zudem in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich.